Ich habe fast alles zusammen für den komischen Heini. Da müssen wir noch ein paar Klappergerüste töten gehen. Wer ist das? Hallo? Ach, was ist das für ein wunderschöner Tag. Genau richtig zum Angeln. Komm, Freund, setz dich zu mir und angel mit mir. Eine Runde. Wenn du mir etwas Schönes aus dem See fischst, bekommst du eine kleine Belohnung von mir. Also, an die Angel, auswerfen und los. Okay. Ich habe jetzt keine Zeit zum Angeln. Ein andermal vielleicht. Ich brauche Knochen. Warum sind hier so viele Pferde? Ey, das kann doch nicht sein. So viele Pferde hier. Aber die lassen gutes Essen und was ist das? Lederfallen. Das gefällt mir. Mal das Fräulein Sissy fragen. Ob die mir das Fleisch zubereiten kann. Da ist so ein Klappergestell. Du siehst aber merkwürdig aus. Noch eins. Oh, und Geld. Danke, danke. Ach du Heimatland. Was? Da, Knochengestell. Oh, ich hab bald alle Knochen zusammen. Hilfe! Die reinste Pferdeplage hier.
Ui, der hat viel Essen. Der Herr Ramon hat keine Knochen. Der Herr Tobias auch nicht. Der Herr Lloyd auch nicht. Und das Fräulein Sissy auch nicht. Darkus Technikbetrieb und Verkaufsladen. Gesucht wird Holzmüll, den man nicht mehr braucht, entsorgt. Und kostenlos. Ja. Wer Holz braucht, muss zu mir kommen. Hallo. Und macht Spaß, Bäume zu fällen. Wie man's nimmt. Aber ein was Gutes hat's, man sieht die Monster frühzeitig kommen. Ja. Ich wollte mal fragen, den kann man ja ziemlich vertrauen, oder? Ja. Dann würde ich ihnen mal was anvertrauen und bitte sie, dass sie nicht irgendwie sofort wütend werden. Inwiefern wütend werden? Was haben sie denn angestellt? Ich habe nichts angestellt, also es ist nicht wirklich was Schlimmes. Ich würde aber lieber irgendwo in irgendeinem Gebäude ihnen zeigen. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir gehen zu ihnen. Okay. Irgendwelchen Monstern wirklich zu tun. Okay. Also jetzt nicht mit Zombies oder Skeletten. Oder diesen explosiven Dingern. Und zwar wollte ich Ihnen das hier zeigen. Ganz ruhig, ich hab mich unter Kontrolle. Sie, das ist jetzt nicht wahr, Sie sind kein Werwolf. Doch. Das ist der Grund, wieso ich mich auch so viel über Werwolf und die Jäger informiert habe. Sie wissen, dass ich durch die gestorben bin. Und dass ich diese, Viecher hasse. Deswegen habe ich gesagt, dass sie bitte nicht wütend werden sollen. Ich bin gerade total sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mein Schwert zücken und sie hinrichten soll. Oder ob ich... Keine Ahnung. Falls sie das so haben, werde ich mich nicht wehren. Die Hunter hierher schicke. Dass die sich drum kümmern. Also bis jetzt haben die Hunter nicht geschafft, mich darauf zu töten. Wenn von denen eine ganze Horde kommen sollte, dann vielleicht schon. Okay. Dann bitte ich Sie, das bitte zu unterlassen. Weil ich habe keine bösen Absichten. Das und sagen auch, Sie. Und man kann mich auch nicht mit den Werwölfen, mit den wilden Werwölfen vergleichen. Das sagen Sie. Jeder Werwolf, der mir bis jetzt schon von welchen angegriffen habe, diese auch selbst schon getötet. Also jeder Werwolf, der mir bis jetzt entgegenkam, war feindselig. Was würden Sie davon halten, dass ich Ihnen in der nächsten Werwolfnacht gegen die Werwölfe helfe? Gar nichts, weil ich mich auch nicht mit einem Werwolf zusammentun werde. Ich
Ich muss gehen. Oh mein Gott. Der Herr Tobias ist ein Werwolf. Das kann nicht wahr sein. Wenn der Herr Tobias schon ein Werwolf ist. Wer ist hier noch alles einer? Nein, nein, nee, das kann so nicht sein. Da hinten steht einer von den Huntern und die unternehmen einfach nichts. Was mache ich jetzt? Ich muss mich definitiv mit dem Herrn Melvin hinsetzen. Vielleicht kennt er ja einen Zauberspruch dagegen. Was hast du auf dem Kopf? Ihr beschützt mich ja, meine Hundis. Boah, nee, darüber muss ich jetzt erst einmal eine Nacht schlafen. Like a rockstar, dance on